unsere persönliche Resilienz, also unsere Widerstandsfähigkeit im Umgang mit Krisen, ist auch bedeutend für den Umgang mit traumatischen Situationen. Daher ist es wichtig, eben immer wieder diese Resilienz zu stärken, diese Resilienzkräfte. Und Aaron Antonovsky hat auf diesem Gebiet geforscht und Folgendes herausgefunden. Wenn wir wiederholte Erfahrungen von Sinnhaftigkeit, Überschaubarkeit und Handhabbarkeit haben, dann bildet sich das sogenannte Kohärenzgefühl. Er beschreibt das Kohärenzgefühl als ein Gefühl, sich zugehörig zu fühlen zu einem großen Ganzen. Und das entwickelt sich eben im Laufe des Lebens, wenn ich als Kind oft die Möglichkeit habe, Sinnhaftigkeit zu erleben und in diesen sinnvollen Prozessen sie lerne zu überschauen, zu durchschauen und daran mich zu beteiligen. Also Fähigkeiten entwickeln, auch in Krisensituationen handlungsfähig zu bleiben. Und dieses Teilhaben können an sinnvollen Handlungen, das macht uns zufrieden und das ist dieses Kohärenzgefühl und es zaubert uns ein Lächeln von Stolz und Zufriedenheit ins Gesicht. Das konnte ich in meinen pädagogischen Prozessen auch immer wieder erleben. Wenn Kinder etwas wirklich selber gemacht haben, dann strahlen sie und sind voll Stolz. Wenn sie die Fähigkeiten haben, zum großen Ganzen was beizutragen, ob sie jetzt das Wasser austeilen für eine Kindergruppe und merken, dadurch was Sinnvolles zu tun, was sie selber schon tun können. Oder auch, wenn wir handwerkliche oder Handarbeitstätigkeiten durchführen. Es ist auch wichtig, dass die Kinder nicht nur den Sinn verstehen, auch, dass sie eben nicht überfordert sind dadurch, sondern dass es so klein oder groß gestrickt ist, dass sie selber es tun können. Und das stärkt dann und das baut diese innere Sicherheit auf, die wir Resilienz nennen können, die uns dann Kraft gibt, auch zuversichtlich zu sein, dass wir schwierige Situationen meistern können. Daher suchen wir immer wieder in den pädagogischen Prozessen mit Kindern nach Möglichkeiten, sie diese Erfahrung machen zu lassen, um ihnen diese Kraft der Resilienz zur Verfügung zu stellen. Und so können Sie auch in unserem Videokanal in den Tutorials einige Beispiele sehen von Handarbeit und Handwerk, die einfach sind, die Kinder in gewissem Alter durchführen können und so in ihrer Resilienz gestärkt werden.